Hallo Lisa, kennst du uns? Ja. Alhamdulillah. Und du weißt, was wir heute mit dir vorhaben, inshallah? Ja. Wir werden bi'idhnillah ta'ala heute das Glaubensbekenntnis mit dir sprechen, aber wir geben immer natürlich den neuen Muslimen eine wundervolle Möglichkeit, dass sie uns erzählen von ihren Schätzen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie zu dem Schatz geleitet hat, dass sie den Islam angenommen haben. Und wir wollen auch gerne von dir hören, Lisa. Du bist ja noch nicht Muslima. Wir werden gleich das Glaubensbekenntnis inshallah sprechen. Was hat dich zum Islam gebracht? Also ich bin eigentlich ohne Religion aufgewachsen. Also meine Eltern haben da keinen Wert drauf gelegt. Ja. Und ja, dann bin ich erstmal ohne Religion. Ich habe auch eigentlich nicht verstanden, warum Menschen eine Religion haben oder was die Religion dem Menschen gibt. Mhm. Und ja, irgendwann bin ich dann auf den Islam gestoßen und habe mich ja verliebt, wirklich. In den Islam verliebt? In den Islam, genau. Alhamdulillah. Und das war ja trotzdem ein merkwürdiger Vorfall, weil du nie zuvor mit der Religion etwas zu tun hattest. Und plötzlich näherst du dich dem Islam und auf einmal sagst du, das ist eine Religion, die ich liebe und die ich nicht mehr verlassen möchte. Aber was war der ausschlaggebende Grund? Der ausschlaggebende Grund war, dass ich sehr einsam war, glaube ich. Also ich hatte nie etwas, wofür ich leben konnte. Also du hast keinen Sinn im Leben gesehen? Ja. Okay. Und was hat dir besonderen Sinn im Islam aufgezeigt? Dass so viel Schönes gibt, es gibt dann einfach so viel wieder. Alhamdulillah, das heißt, das ist eine dankbare Religion. Ja. Und auch eine große Dankbarkeit von Allah Azza wa Jal ist es, derjenige, der den Islam annimmt, Lisa, so wird er von Allah subhanahu wa ta'ala die Dankbarkeit zu spüren bekommen. Allah Azza wa Jal wird ihm seine gesamten Sünden, die er vorher gemacht hat, löschen. Und er wird sie in gute Taten umwandeln. Ist das Dankbarkeit? Das ist Dankbarkeit. Muss Allah das tun? Muss Allah das tun? Das muss er nicht. Das muss er nicht, aber er macht es. Warum? Weil er diese Leute liebt, die sich ihm nähern. Alhamdulillah. Und deswegen sprechen wir das Glaubensbekenntnis, damit du auch diesen großartigen Lohn von ihm bekommst. Bist du bereit, Lisa? Ich bin bereit. Alhamdulillah. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. Ich bezeuge. Ich bezeuge. Dass niemand mit Recht und Wahrheit. Dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Angebeten werden darf. Außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge. Und ich bezeuge. Dass Muhammad sein Gesandter ist. Dass Muhammad sein Gesandter ist. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jetzt sollte dir ein Stein vom Herzen fallen. Ja, ein Riesenstein. Alhamdulillah. Du warst sehr aufgeregt, richtig, Lisa? Ja. Alhamdulillah. Aber mache dir keine Sorgen. Nach der Aufregung kommt die innere Ruhe. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vielen Dank. Wir wünschen dir das Beste und bleib mit uns in Kontakt, inshallah ta'ala. Und wir raten dir, Lisa, dass du heute eine Gesamtwaschung durchnimmst, bi'idhnillah ta'ala, sodass Allah dich von deinen Sünden reinigt. Und wenn du das machst, so wirst du dich wie ein neuer Mensch fühlen, bi'idhnillah ta'ala. Fertig, vielen Dank. Und wir danken dir für deine Zeit, Lisa. Und assalamu alaikum. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية.